Willkommen zu einer neuen Folge von Kebab Simulator. Heute gehen wir wieder in Kebab Simulator rein, aber wir haben einen Special Guest. Und das ist eine XXL-Folge. Also lasst einen dicken, dicken, dicken XXL-Daumen nicht da. Ja, ich will ihn gar nicht. So, du musst dir vorstellen, hier leben ich und... Warte mal. Wie siehst du aus? Was denn? Warum hast du einen weißen Bart? Ich bin alt. Das Alter übernimmt das Spiel, nimmt das Alter. Oh mein Gott. Hast du das mit AI gemacht, getrackt oder was? Hast du dein Gesicht eingescannt? Dein Alter wurde übernommen. Graue Haare einfach schon. Tschüss. Okay, okay. Hamid. Ja. Hamid. Schau mal. Wenn du willst, können wir auch hier gleich simulieren, was wir in der Dönerbude machen mit einem Adana-Kebab-Spieß, was dann auch in echt passiert wird. So, was wir dann auch in echt simulieren können. Sollen wir das mal machen? Nein, nein, nein. Lieber wie, nicht. Bruder, graue Haare, ja, wie graue Haare? Morduk, du hast mich 98 gemacht, ja. Du hast doch graue Haare hier. Ich habe keine grauen Haare in echt. Ach so, ja, in echt meine ich nicht. In echt bist du nur alt, ohne graue Haare. Ich bin auch nicht alt, ich bin 29 Jahre. Ist 29? Ach, 28. Wie alt bist du? Wie alt bist du? 23. So, das dauert auch nicht lange. In 5 Jahren bist du auch 29. Das geht ruckzuck. 5 Jahre, Bruder. Kann sein, ich bin tot in der Zwischenzeit. Oder weißt du, wie schnell meine letzten 5 Jahre vorbeigegangen sind? Vor 5 Jahren, da war, wo ich noch gar kein Twitch, gar nichts gemacht habe. Vor Mauerfall. Wie letztes Jahr. Ja, ich verstehe, bei dir ist Bei dir ist anders, eure Generation. Guck erstmal unsere Wohnung an, Edis. Achso, du bist rausgegangen einfach. Könnt ihr auch die Wohnung umgestalten? Ja, ja, wir haben umgestalten. Nein, hier, niemals. Berko, du musst ab und zu die Tür zumachen, weil Berko geht hier immer fett scheißen. Der ist immer ein bisschen lauter. Nein, hier sieht alles gleich aus, Bruder. Hier ist sogar der Schlafplatz von Willi. Na, was? Von... So, ich bin jetzt deswegen FC Nürnberg Farben. Wow. Okay, okay, jetzt Leute. Mal den Laden, oder was machen ja, wir? Ja, ja, macht euch ready. Ich habe schon Zähne geputzt, alles. Wir gehen raus. Erster Talk heute bei Dr. Döner. Doktor? Nein, Dr. Döner. Genau, Dr. Döner. Guck, ich hab doch gesagt, es klappt, Berko. Aber er sagt Dr. Döner, Digga. Ja, aber das soll, ja, es soll ja auch so sein, damit die Leute diskutieren. Kommt rein, Jungs, kommt rein. Ich hab den Laden gleich geöffnet. Bruder, du schmeißt direkt Teller rum. Hab ich gar nicht. So. Okay. Okay. Also, bin ich immer noch in Marketing zuständig oder. Du bist ja. Edis jetzt? Nee, nee, nee. Du oder bist Marketing-Chef. Ich bin Chefkoch. Okay, Edis ist Chefkoch. Wir haben ein neues Gericht unlocked. Schick mal, ey, wie schlecht seid ihr? Warum? Hä? Was? Warte mal, weißt du, wer ich gerade bin? Ich bin dieser Meisterchef-Koch, der euch gerade beibringt, einen Laden. Was habt ihr gemacht, Bruder? Was Wieso? Ist das? Wieso? Hä? Wieso seid ihr so schlecht? Hä? Was meinst du? Bruder, Jungs, ey, ich muss echt helfen euch hier. Hey! Warte mal, er denkt, wir sind bei Rosinen. Sei respektvoll, okay? Er denkt, Bruder, er ist Rosinen. Schaut mal, Chat, wie schlecht. Seid respektvoll, bleib respektvoll! Okay? Das ist ein Laden mit Liebe, okay? Ja, okay, warte mal. Lass mich mal. Ups. So. Ja, sag doch warum. Warum schlecht? Er redet nicht. Er weiß. Was machst du? Mach keine Scheiße. Nein, alles gut. Ich schau mich gerade hier nur ein bisschen um. Irgendwie fehlt bei euch diese Essensservierung. Warum habt ihr das nicht, Jungs? Was für eine Essensservierung? Da, wo man die Gerichte draufpackt. Ja, hier. Hier ist das doch. Zum Bund hier, Alter. Wo? Siehst du das nicht? Du gehst da durch. Ah, okay. Weil ich sehe das nicht. Bei mir ist das verbuggt. Kannst du das mal bewegen? Ja, kann ich bewegen. Versuch mal zu bewegen, weil ich sehe das nicht. Bei mir ist das verbuggt. Berko, was hast du gekauft? Fleisch. Ich habe Fleisch gekauft. Berko! Edis, komm mit. Er verspielt unser Geld. Edis, komm mit. Oder ihr seid ja richtig schlecht.
Er verspielt unser Geld. Ey, Chat, ich schwöre, ich glaube, Alexis war gut. Ich Jacko. Glaube, aha, Alexis ich ist sauer, ja. Ich bin hier nicht. Ja. Ah, was machst du hier? Berko. Was machst du hier? Raus! Raus! Unser hart erarbeitetes Geld! Raus! Geh in den Laden! Bevor ich deinen Vater rufe, du weißt ganz genau, was er mit dir macht. Digga, du tust unseren hart arbeitenden Laden an Edis seine Hände abgeben, der unseren Laden bis jetzt nur disrespektiert. Warum? Warum? Weil du in Spilo gehst und das ganze Geld verspielst. Bist du dumm? Geh in den Laden! Guck mal, wie dein Vater... Soll ich mit ihm reden? Soll ich mit deinem Vater reden? Das ist auch sein Vater, guck mal, die sehen gleich aus. Nein, das ist Edis Bruder. Guck doch auf sein Alter, bist du dumm? Oh, das ist mein Vater. Ja. Es ist dein Onkel, Amja Olo. So, Amja, ich sag ihn jetzt mal was. Ihr Sohn, ja? Der ist der beste Marketingchef in der ganzen Stadt. Und ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Kommen Sie uns gerne besuchen, Amja. Gut. Amja. Hast du Glück gehabt? Aber, okay. Okay. Du hast mich nicht gesnitcht. Ja. Danke. Ey, Jungs. Ja. Das Problem ist, schaut mal. Ihr seid echt schlecht. Sorry, aber ihr seid echt schlecht. Bei mir ist das verbuggt. Ich weiß nicht warum, aber ihr braucht auf jeden Fall zwei solche Servierteller. Und was habt ihr Rezepte alles? Oh mein Gott. Wir haben schon vier Rezepte. Ja, okay. Wie lange spielt ihr das schon? Locker, das ist die dritte Stunde jetzt. Dritte Stunde so. Ja, Tag okay, 7. Dann geht das schon fit. Dann geht's schon fit. Tamam, also Berkoli, schau mal, hol mal noch einen so einen Servierteller. Tu den dahin. Ich bin jetzt Chefkoch Uster. Ich bin nur ausgeliehen, ne? Ich geh wieder. Also das hier, was hier ist. Genau, das hier, was hier ist, auch nochmal hier und stellt mal beide bitte hier hin. Können wir noch eins davon bauen? Ja, baut davon auch. Macht das. Das ist wichtig, dass ihr zwei baut. Ich besorge jetzt Sachen für die Tomatensuppe, okay? Okay, wir haben noch nie eine Tomatensuppe gemacht, das wird das erste Mal sein, krass. Das ist nämlich das Allerwichtigste, weil damit macht ihr richtig gut Geld. Das habt ihr schon mal auch nicht da. So, Tomatenscheibe, okay. Wir können das nicht bauen, das zweite von dem Ding. Müsst ihr bauen können. Sicher. Ich find's gar nicht, wo ist das, wo soll das sein? Ich find's auch nicht, das kann man nicht bauen, nein, er lügt. Doch, Alexis hat drei Stück gebaut bei uns. Stance, er lügt. Nein, ohne Scheiß, hä? Frag doch Chat. Berko? Ne, das war... Ey, Chat, wie schlecht sind die? Oha, wir können sogar Dings Leute einstellen, die bei uns arbeiten, guck mal. Ja, natürlich können wir. Man kann oben Kategorien... Okay, ich glaube, das wird schlimmer als mit Alexis. Ah, jetzt versteh's, Berko. Ich hab's. Hast du gefunden? Ich hab's, ja. Endlich. Ich hab es. Ich baue es direkt dahinter, Bro. Ich baue es direkt dahinter. Edis voll Tomaten und ich kümmere mich um die Werbung. Sehr stark, genau. Werbung ist wichtig, sehr gut. Kommt alle vorbei! Yalla! Dur Döner! Beyti Kebab, Adinik, Hepsi, ne varsa, Şiş Kebab, Kuzu Kebab. Sag, dass billig ist. Und es ist auch sehr billig. Taze, kommt vorbei. Okay, ich hab gemacht. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt ein zweites Ding hier. Jetzt können wir zwei Gerichte servieren, richtig? Okay. Genau. Das einmal ist Tomatensuppe. Mhm. Und einmal machen wir nochmal Tomatensuppe. Oha, warum zweimal? Lass doch zwei Gerichte machen. Weil Edis meinte, wir machen viel Geld mit Tomatensuppe. Tomatensuppe? Achso, nein, nicht. Hast du jetzt zwei Gerichte gemacht? Nee, zweimal Tomatensuppe. Nee, brauchst du nicht, weil Bruder, ich kann das. Tomatensuppe brauchst du nur einmal machen. Der ist spät geworden, der kann nicht zweimal gleichzeitig kochen. Ah, ich verstehe. Ey, Jungs, wenn jetzt noch jemand was gegen mein Alter sagt, ich schwör auf alles, ne? Ich sorg dafür, dass er auch bald alt aussieht. Okay, Abi. Okay, warte, hast du auch gelöscht, Berko? Was? Hast du rausgenommen das Gericht? Nein, ne? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Okay. Einmal Tomatensuppe und einmal machen wir... Berko, ihr macht das andere. Berko, du machst unsere berühmt berichtigten Chicken Breast, okay? Chicken Breast mit Kartoffeln? Genau. Rein da, Berko. Ja, echt schlecht. Du schaffst das. Guck, ob du was brauchst. Du brauchst nichts, du hast alles. Du hast alles da. Ich nehm das nicht. Alles jetzt. Ich nehm das Hühnchen. Alles gut. Oh ne, du machst das schon.
Okay. Guck mir über die Schulter. Ich guck dir über die Schulter, ich helfe dir sogar ein bisschen. Guck hier, zack. Zack, 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 zack. Cutten, 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 cutten. Oh, schön lecker. Mm. Oh, oh, nee, oh, nee, Digi. Oh, wir brauchen Kohle, wir brauchen Kohle. Ah, nee, oder? Du hast schon. Ey, Koli, geht, bring Kohle, Kerata. Okay. Hamid. Ja? Geh, bring Kerata. Was heißt Kerata? Ich kann kein Türkisch. Kohle. Kohle, okay. Geht Kohle geht hier. Kohle geht hier, okay, okay, ich hol ihn. Kohle geht hier. Was ist geht hier? Was ist geht hier? Was ist geht hier? Gib mir einen Tipp. Bring Kohle. Okay, und was ist geht hier? Ja, geht hier heißt bring. Ja, ich hole Kohle. Was war das andere aber? Ja, sick dir geht, Hamid, beeil dich. Ja, was war das andere? Wo soll ich wissen, wo das ist? Holz, Holz, diese Holz. Ah, okay, okay, okay. Ich hole. Arbeitest du erst seit gestern hier? Ja, Bruder, ich kann kein Türkisch, ja? Ja, ich kann kein Türkisch, ja? Okay, okay, okay. Hier, Jungs. Sehr stark. Hamid! Löwe! Erstes Gericht ist fertig. Sehr gut, sehr gut. Servier das gleich rein dann. Servier das. Ich mach Tomatensuppe. Sollen wir nicht erst gleichzeitig beides ready haben, dann können wir es servieren aufmachen. Nein, nein, tu das einfach rein schon servieren. Du kannst das schon servieren lassen. Ich hab Paket da hingelegt, ne? Okay. Sehr stark. Wow, okay, 2,9 Sterne. Du kannst gleich den Laden aufmachen. Warte, ich mach gerade die Tomatensuppe noch. So, sehr gut, Jungs, sehr gut. So, so mag ich das. So arbeitet ihr gut. So, hier Tomaten rein. Dann mach einer das Paket auf. Eine Schüssel Milch. Eine Schüssel Butter. Bruder, er hat vergessen Holz zu kaufen. Er bringt eine Kohle nur. Doch, ich hab das doch hierhin gemacht. Bruder, er legt das, guck mal, wo er das Holz hinlegt. Ich schwör auf alles, ich werd nie wieder Alexis beleidigen. Ich hab den Laden geöffnet, Jungs. Ich hab den Laden geöffnet. Nein, wieso? Los geht's, er will eine Tomatensuppe. Er will eine Tomatensuppe. Oh mein Gott, okay. Wo ist die Suppe? Edis, beeil dich. Ja, ihr habt kein Herd, ihr habt kein Herd. Alter Mann. Wir brauchen kein Herd. Hühnchen, wir brauchen auch Hühnchen, Ich hab schon Hühnchen, hab ich schon gemacht. Oh, er gönnt sich, er gönnt sich. Geh doch zu Hühnchen, komm. Ja? Warte mal, wir haben kein Herd. Brauchen wir ein Herd oder was? Ja! Ich baue ein Herd, okay. Ich baue ein Herd. Okay. Oh, er hat gebaut. Oh, gut. Stark. Oh, Sydney kommt, Sydney! Sydney ist im Laden! Er will Tomatensuppe! Ey, Bruder. Ey, der eine rastet hier aus. Guck mal, der kriegt keine Suppe. Oh nein. Arda und Sydney. Okay, ist alles gut. Gut. Arda, geh laufen. Okay. Sydney, du kriegst gleich deine Tomatensuppe. $208 gibt doch 210. Er ist sauer. Ich lass ihn nicht raus, ja. Scheiße. Shit, ey. Ich mach Tür. Nein, geht nicht. Digga, Tomatensuppe war eine scheiß Idee. Tomatensuppe ist nicht begehrt. Pass auf. Oh, und yes. Jetzt schau mal, wie die alle kommen. 100. Jetzt pass auf. Und das Geile ist, Jungs, Tomatensuppe habe ich nochmal bereit. Das könnt ihr immer wieder reinfüllen. Sehr geil. Geile Idee. Das ist wichtig. Ja, Bruder, ich bin Adanale. Ich weiß sowas, Bruder. Guck mal, ihm schmeckt das. Hier im Ofen. Gib Geld. Hä? Gib Geld! Los! Bruder, was machen die? Gib Geld! Hä, von wo ist das Gericht jetzt rausgekommen? Ja? Warum hast du 110, das war voll wenig! Er sagt, das gibt viel Geld, das war voll wenig! Wie er lügt, Berko! Gib Geld! Ich glaube, Edis ist überfordert. Das gibt nicht genug Geld. Er hat uns verarscht. Wie viel hast du bekommen für die Suppe? 110 nur. What the fuck, so Digga? So wenig haben wir noch nie. Ich krieg für das Hähnchenriech 210. Kommen Sie rein. Kommt rein. Kommt. Oh Gott. Sie hat die neue VR-Brille. Von Apple. Es wird dunkel, Leute. Berko, mach die Abendmusik an, die wir im Laden haben. Spiel sie ab.
Genau, spiel die Abendmusik ab. Spiel die Abendmusik bitte ab, Berko. Was für eine Abendmusik? Sieh aus wie DJ. Geh mal raus und mach mal noch mal ein bisschen Werbung. Letzte Mal. Okay. Letzter Aufruf, wir haben noch Tomatensuppe, bevor sie in Müll geschmissen wird. Also kommt, also nein, die ist noch frisch. Die haben wir frisch gemacht. Kommt rein. Jalla. Sehr stark, sehr stark. Die kommen, das ist gut. Gut, ich hab gemacht. So, sehr gut. Dann haben wir hier nochmal die Küche. Schaut mal, Leute, jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen hier eine kleine Dekoration noch gemacht. So. Wow, weißer Boden. Ja, damit das ein bisschen besser aussieht. Dann machen wir hier noch. Wie, das schmeckt dir nicht lang? Ey, bitte. Guck mal, was Hamid macht. Was der mit unseren Kunden macht. Oder lieber LKW-Simulator. Was machst du? Was macht Hamid? Oder draußen ist schon dunkel, Jungs. Draußen ist es schon dunkel, ist das krass. Ich mach sauber, was meint ihr? Ey, warte mal, hast du den Laden wieder zugemacht? Nein, der ist noch offen. Ich hab ihn jetzt zu. Jetzt ist er offen, nee, er ist offen. Das ist ein Bug bei dir. Ich glaube, ich muss einmal raus. Okay, jetzt ist, ja, Jungs. Jetzt ist Ding, Tag ist over. Ey, ich glaube, wir müssen, also ich muss das Spiel kurz neu starten. Kann ich einfach dazu beikleben? Nein, da müssen wir nochmal neu starten. Aber lass dann kurz den Tag speichern, komm mit. Ja, okay. Wir gehen kurz nach Hause und speichern den Tag. Weil irgendwie ist bei mir echt, bei mir ist sogar immer noch hell, Hamid. Ja, ich kann nicht mal ins Gebäude rein, Hä? Komisch. Oh mein Gott! Das war ich nicht! Sofort 2000. Das ist Edis! Das ist Edis! Edis, wenn du unser Geld verspielst, ne? Edis, gewinn jetzt lieber. Sag lieber, mit 16 soll ich stehen bleiben ziehen, oder ziehen, ziehen. Hitten? Ja. Oh ja, Edis! Ja! 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 Sehen Sie das? Sehen Sie das? Ja! Yeah, verloren! Gib okay, Geld! Hör auf, jetzt weiter zu spielen. Ja, kein Geld. Okay, nicht mehr weiterspielen. Ja, spielt nicht. Hört jetzt auf. Jetzt schlafen gehen, kommt. Okay. Guck mal, er spielt. Ich wollte schon. Hä? Kommt raus, Jungs. Geh ins Haus rein. Dann wird auch reingemacht. Ja, okay, besser ist. Bevor der alte Mann wieder spielt. Oder wieder zocken. Aber er hat Fluss gemacht, Digga. Er ist immer noch draußen. Wir können ihn nicht kontrollieren. Jetzt. Habt ihr den Tag neu gemacht? Nein, jetzt erst. Oh. Wow, Tomatensuppe war sogar eine richtige Scheißidee. Wir haben noch nie so wenig Geld gemacht. Weißt du, warum? Aber weil sie Level 1 ist bei uns. Level 5 ist. Unser Chicken Breast auf Level 5, hast recht. Ja. Ja, Bruder, das passt schon. So, okay, Leute, Jungs, kommt rein. Trimax! Wo? Trimax ist hier, komm mal schnell raus hier! Trimax! Und Sydney! Und Sydney! Wo ist Sydney? Wo? Neben ihn, hier! Hier! Wo? Hier! Wo, sie sehen den gar nicht. Der sieht Geister einfach. Vor mir! Bruder, wo ist der Sydney, Bruder? Hier! Hier ist sogar die Lara bei mir. Töbe, Mordo, geh mal zum Hodja oder so, ja? Was mit dir? Der sieht einfach irgendwelche Menschen. Alter, okay, ihr habt mich hinter die Tür eingesperrt. Hä? So, ihr kleinen Flachwichser, ich mach schon mal Suppe. Was macht ihr? Ich zieh schon mal Suppe ins Menü und Hähnchenbrust, weil wir das auf Level 5 haben und viel Geld bekommen, ja. Sehr stark. Müssen wir irgendwas einkaufen? Ich gucke gerade. Ja, ich brauche rote Paprika, bitte. Gut. Ey, habt ihr das neue Avatar gesehen? Nee, ich habe angefangen. Und wie findest du es, Hamid? Ist gut, die Besetzung ist bei manchen kacke, aber overall würde ich sagen 10.000 mal besser als der Film, der damals rausgekommen ist. Oder der Film war ja der größte Müll. Ja. Der Film war der größte Müll, also wirklich, das war eine Beleidigung. Die hätten auch wirklich einfach komplett Avatar-Reihe beleidigen können, wäre genauso gewesen. Genau, haben die auch quasi. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, ne, ich persönlich finde die Serie brutal, ich verstehe den Hate nicht. Ja, ich finde die Serie auch echt gut. Ich finde nur die Besetzung von den von der Schwester von Zuko und der Freundin May, die finde ich kacke. Ich finde die alle scheiße irgendwie. Nein, Bruder, der Sokka.
Sokka ist 1 zu 1 Model. Sokka ist richtig eine, gut gemacht, ja. Ja, Suki hieß die, glaube ich, die mit Schminke im Gesicht. Bruder, 1 zu 1. Ja, das war auch echt gut. So. Sehr gut, sehr gut. Können wir denn mal Döner verkaufen endlich? Wie heißt der Döner? Das stimmt. Der Döner hatte noch nicht einen Döner verkauft. Ich bin ganz kurz auf Toilette, Jungs, ja? Ey, wir haben nicht meine Kartoffel noch übrig. Torf gut. Sehr gut, Berko. Du bist am Ackern, du bist am Ackern. Kartoffel ist gut. Aber der hat die Preise, glaube ich, angehoben. Jeder denkt ja an seinen Arsch. Er hat die Preise angehoben. Ey, wir können jetzt diesen Chefkoch herrufen, ne? Diesen Essenstester. Ehrlich jetzt? Ja. Das verbrennt hier, du musst schneller sein. Ja, du hast mir das weggeschnappt. Hast du das Hähnchen gewürzt? Ja. Dark. Ja, diesen Mexikaner können wir jetzt rufen, da diese eine. Pendejo da wieder heißt. Boah, 3,2er Bewertung habe ich dafür bekommen. 2,2, Bruder. 3,2. Nein, 2,7, Dummkopf. Ich hab 2,9 bekommen, du hast 2,2. Digga, das Hähnchen ist roh. Nein, das sieht bei dir nur so aus. Der Laden ist geöffnet. Okay. Leute, kommt, kommt. Leute. Berko, du kannst besser Werbung machen. Mach du die Werbung. Das ist so falsch, Bruder, ne? Mach du, mach du. Los. Soll ich machen? Ja. Okay, warte. Mach die Werbung. Ich muss jetzt ein bisschen. Seth, kommen Sie rein. Lauter, lauter. Lauter. Kommt alle vorbei. Der Döner. Jetzt Sonderangebot. Tomate, Suppe auch mit Petersilie und Petersilie und Tomate auch. Und Zwiebeln auch. Kommt jetzt alle. Warte, Beko. Ich habe eine neue Taktik. Siehst du den karierten Hemd? Ja. Schrei in sein Ohr, dass er in unser Laden kommen muss. Damit bist du aufhörst. Mit deinen Dings, mit deinem Megafon. Salam alaikum. Kardesh. Komm in unser Laden, rein, sofort, jetzt. Okay, stopp, jetzt. Er kommt. Er überlegt sich das, hörst du? Der macht so. Guck, ja. Er geht einfach! Hey. Ist das krass. Jungs, was macht ihr? Hamid hat gesagt, ich soll schon geschmissen. Hier, alles ist serviert. Ey, mein Vater ist ja hier am Essen, warum sagt keiner was? Ich hab ihm umsonst gegeben, Bella. Ich hab den auch umsonst gegeben. Ich hab sein Geld genommen, aber okay, tut mir leid, Bruder. Amja, Salam alaikum, Amja. Ey, der hat sich ja Suppe und Hähnchen genommen, glaube ich. Bruder, dein Vater, Bruder, was der manchmal ist. Klatsch habe ich gegeben, dass er aus dem Laden rausgehen soll. Baba, yeter lan. Yeter siktir, daha görmeyeceğim seni. Oha, okay, oha. Chill doch, Digga, okay, chill. Ey, hast du was kaputt gemacht? Pass mal auf. Was sagst du deinem Vater? Tschüss. Wenn ich was kaputt machen will, dann mache ich was wirklich kaputt. Warum nein, nein, auf. Das mach ist nicht. Zwar mein Vater, Hamid, aber das gibt's mach nicht kaputt. Hamid. Mach es nicht kaputt. Hör mal zu. Egal, ob das mein Vater ist oder nicht, wir müssen wirtschaftlich denken. Nie wieder will ich das sehen. Okay. Ey! Nie wieder. Ich mach alles kaputt. Was machst du? Ist mir egal, was die alle sagen. Ey, Jungs, ich schwöre, ihr seid so schlecht, ne? Jetzt Spaß beiseite, ihr seid echt, glaube ich, die schlechteste Truppe. Was, Digga? Du weißt gar nicht, du hast Game of the Year Duo vor dir. Hammer okay, Eli. Ja, ich war Zweiter. Zweiter, erster Verlierer. Ey, wir haben so viel Geld. Warum sieht unser Laden immer noch aus wie... Ich verstehe das was. Nicht. Wir können voll upgraden eigentlich. Wir müssen ehrlich jetzt langsam mal upgraden. Ihr kümmert euch die ganze Zeit um den Laden. Das heißt, keiner hat Zeit, sich darum zu kümmern. Das heißt, ich mach das jetzt. Okay, sehr stark. Oh nein, wir brauchen neues Hähnchenfleisch. Ihr ist überfordert. Ich mach das schnell. Hab wieder Suppe serviert. Ey, wer hat gerade $4,000 ausgegeben? Was hast du gemacht, Berkuli? Ich bin noch hier in der Küche, das ist Hamid. Hamid, was hast du gemacht? Alles gut, Jungs, ich hab gewonnen.
Ich hab gewonnen, Jungs. Oh mein Gott, 7000. Ich hab gewonnen, Jungs. Alles gut. Damit, Digga, es reicht. Okay. Hamid, spiel nicht zu viel, Ich hab nicht, alles gut. Ich hab gewonnen, Jungs. Alles gut. Warte mal, wieso hab ich bis jetzt immer verloren und ihr gewinnt immer? Ja, Bruder, weil du nicht weißt, du bist ein, du bist noch ein Çocuk dabei. Allah Allah. Bizim ellerimiz patlıcan mı topladı? Çok üzgünüm abi, canım acı büyük kardeşim. Stark. Hier, er will Hähnchen, er hat kein Hähnchen, wir haben kein Hähnchen. Ja, ich mach doch gerade. Schnell. Hol mir einen Teller. Okay. Er legt Hähnchen einfach so auf Ding, ist das krass. Ja, ist doch sauber, das ist doch nicht schlimm. Kommen Sie. Gehen Sie in unser Laden. Er ist sauer rausgegangen. Scheiß auf den Bastard. Ey, kauf ein Kaugummiautomat, sagen die mal in meinen Chat. Soll wohl krass sein. Ja, kannst du auch machen. Bist du live, Berkoli? Ja. Seit wann streamst du wieder, Lan? Schon seit einem Monat so. Sehr gut. Okay. Sehr, was ist das? $400? Was ist das? Damit das nicht hier mitten im Raum hängt, sondern schon ein bisschen hier besser. Er kauft ein Regal für 3000. Das passt schon. Nein, das ich hab das hier für 3000 gekauft. Hier. Was ist das? Oh, Chai-Maschine! Ja, das türkische Kaffee. Ja, natürlich, das brauchen wir. Ich mach hier ein bisschen den Laden schön. Ja, normal, Alter. Verarmung, Digga, man merkt. Das ist ehrlich gut, das war clever. Frag vorher nächstes Mal, okay? Aldi Fräse, du Scheiße. Hamid. Mein Vater hat mir immer einen Spruch gesagt. Wir sind mit Lettland, ich soll mass. Das heißt, er ist unser Ortak, aber pass auf, wir könnten uns jederzeit abziehen. Was heißt Ortak? Also unser Geschäftspartner. Nein, das würde ich nicht machen. Ich, du weißt doch, Bruder, so weißt du was. Ich meine, mit Brot von anderen spielt man nicht. Ich verstehe. Was machst du da? Nee, ich schau gerade, Bruder Herz, ob was für eine Farbe wir hier am besten reinballern für euren Laden. Also wir machen noch einen schönen Anstrich. Ey, wir haben hier noch voll viel Essen, warum kommt keiner? Weil es dunkel ist, oder? Ja, ist dunkel. Ja, und Alter. Die ganzen Leute nach Club, warum kommen die nicht? Ja, oder doch, das war Club heute ja. Scheiße. Heute spielt Chiago, deswegen, Bruder. Er macht einfach Gefängnis. Was redest das du, ist okay, Bruder? Das ist okay. Das sieht ehrlich gut aus. Ist okay. Stark. Du Scheiße, das war schon teuer, Alter, ja. Nächste. Warte, Bruder, jetzt warte mal, wie geil das noch wird. Vertrau mir. Jungs, weil Edis sowas Geiles gebaut hat hier, dachte ich mir, ich kaufe auch was Geiles, was wir brauchen könnten. Was? Ich hatte auch eine geile Idee. Was denn? Was? Ich zeig's euch. Wie das sich gehört in einem türkischen Laden. Wartet kurz. So. Während wir arbeiten, können wir jetzt entspannt hier so Fernsehen gucken. Was? Fernsehen von 1962? Oder? Da kann man die geilsten Hochzeiten drauf gucken, die es gibt. Ja, das ist eine schöne Idee. Ich feier das. Ich feier das auch. Warte mal, sollen wir uns beim Kochen ablenken oder warum sollen nicht die Gäste Hochzeit, Fernsehen gucken? Nein, für uns ein bisschen. Für Gäste holen wir andere. Okay. Nee, ich würde für Gast auch das machen. So richtig diese eine Fernseher so. Meins, sagst du? Boah, roter Teppich war auch clever. Wir sind oldschool geblieben. Alter, Plasma-Fernseher kostet 10.000. Üs, neuer Boden. Ey Leute, wisst ihr, was wir nicht haben, was mir gerade einfällt? Was denn? Wir haben gar kein Bad, nichts eingerichtet hier, guck mal. Brauchst du noch nicht, das brauchst du erst später. Okay. Berko, nimm den Tisch in der Mitte einmal weg, bitte. Nimm ihn weg, vertrau mir. Wohin damit? Nimm ihn einfach mal kurz weg, irgendwohin.
Boah, wie geil sieht der Laden aus. Sehr schön. Jetzt guck, aus, jetzt, guck jetzt, Jungs. Guck jetzt, guck jetzt. Guck jetzt, aber rastet nicht aus. Guck jetzt, aber rastet nicht aus. Boah. Boah. Geil. VIP, das vermieten wir. Krass. Das ist geschlossene Gesellschaft hier. Das kostet viel mehr, hier Tamam zu sitzen. Okay, Tamam, der ist jetzt schon Nusret geworden, obwohl wir noch kleine so. Haben, ja, ne? Hier machen wir TikToks, so ich filme von hier. So. Einer muss, Edis, du, immer ein Random, der hier sitzt, gibst du, schlägst du zusammen. Das ist das Special bei uns. Warum vier Stück. Wieder der Gewalt, wieso muss vier, ich wieder der Gewalt? Wir brauchen, Bruder, wir haben leider kein Talent. Vier Stück sitzen hier, einer wird zusammengeschlagen. Das ist Special und deswegen kommen die Leute zu uns. Die wollen sehen, okay, wie einer der Freunde random zusammengeschlagen wird. So. Okay. Machen wir. So, das ist das. Okay, das müssen wir dann für TikTok filmen und dann laden wir das so hoch. Geil, okay. Der Tag ist over, ne? Ey, wir müssen Dings, lass gehen. Tag ist over. Dann können wir morgen direkt dran und ackern. Ich verleihe dem Ganzen jetzt auch mal ein bisschen eine Note. Okay. Und zwar... Ich finde, der Laden sieht schon geil aus, Jungs. Jetzt Spaß beiseite, der hat sich schon ein bisschen verändert. Bruder, der hat sich massiv entwickelt, dank meinen Spielokenntnissen. Ja, finde ich auch. Und Edis seinen Spielokenntnissen. Und Berko, der vernünftig genug war, seine nicht mehr zu testen. Ich habe Werbung gemacht. Ohne mich wäre der Laden gar nicht am Laufen. Boah, stark. Plus 0 Dollar. Was hast du gemacht? Chat, wie findet ihr? Ich finde den Laden schon geiler. Ist also, der ist schöner geworden. 100%. Was ist denn deine Note? Ich kauf uns jetzt auch was. Boah, Berko, okay. Nein, Berko, Alma. Ja, ihr kauft auch immer die ganze Zeit. Warum darf ich nicht? 250, er hat 250 ausgegeben. Er hat 250 ausgegeben. Ich hab gar nichts ausgegeben bis jetzt. Hä? Digga, wer gibt die ganze Zeit Geld aus? Edis, bau die Lampen ab. Nein, wir bekommen Geld, Jungs. Wir bekommen. Ach so. Wir geben nicht. Sollen wir neue Lampen bauen? Es ist voll dunkel. Ja, ich sag euch jetzt warum. Weil wir neue Lampen reinbekommen. Stark. Schaut mal. Zack. Zack. Bam, VIP-Tisch. Oh, Chuck-Barsche, wir sind schon, Chuck-Barsche. Chuck-Barsche. Ist das krass. Chuck-Barsche. Oh, Chuck-Barsche. Geil, Alter. Boah, hier sitzen die richtigen Männer. Oh, Chuck-Barsche. Das ist, ach, ist das falsch, oh, Chuck-Barsche? Nein, das ist richtig, das ist richtig. Ich weiß, ich weiß. Oder nee, Jungs, ist das nicht schön? Es kann nur eine Sache das noch türkischer machen, als es jetzt schon ist. Vertraut mir. Damit wir auch... Lassen. Guckt hier, so. Immer, das ist türkisch, ich weiß es ganz genau. Über der Tür, ohne Sinn, eine laute Uhr. Ja, das wollte ich vorhin kaufen, Digga. Laute Uhr, die klackert. Gut, man hört die Sekunden, man hört die Sekunden, das ist wichtig. Kommt, Beko. Warte mal. Beko Edis! Beko Edis! Oh nein. Was? Er ist in die falsche Tür rein, schnell! Bruder, alles gut, ich verdoppel das. Nein, 1000! Bruder, nein, jetzt nicht abgeben, warte, ich mach alles nein, gut, Bruder. Ich hab 14, ich hit mir jetzt einen, 16. Soll ich noch einen hitten, Bruder? 16 ist schlecht! Soll ich einen hitten oder nicht? Sag du. Eigentlich musst du, aber wenn sie 17 hat, hat sie schon gewonnen. Du musst hitten. Sie hat 10. Ja, dann hat sie instant gewonnen. Du musst hitten. Ich hitte für dich? Ja! Ich hab wieder gewonnen, Bruderherz. Stark, Bruder, warum vertraust du mir nicht? Und jetzt draußen bleiben, bitte. Du musst lernen, mir ein bisschen zu vertrauen. Warte mal! Edis! Bruder, vertrau mir. Nein, Edis, bitte, ja. Bitte, Edis, hör auf, mein Geld zu verspielen. Ich hab 19, alles gut, jetzt stehe ich. Ich stell mich auf ihre Seite. Oh, okay, reicht, Edis. Perfekt. Jetzt haben wir schon 4000. Genau, jetzt reicht's, Edis. Nein, Edis, bitte! Mein jetzt Geld! Pass auf, Bruder. Jetzt rasier ich. Warte, ich rede mit dir. Fortunga, Zetzema. Bruder, die sagt, du darfst auch nicht mehr spielen. Danach lässt sie nicht mehr. Lass es, Edis, bitte. Ey, ich distanziere mich. Edis, lass es. Nein, Bruder, ich bin raus. Okay. Lass mich in Ruhe, Hamed. Nicht mehr spielen. Hamed, lass mich in Ruhe. Ich bin raus. Du musst noch ziehen. Wie haben wir 500 verloren?
Ich bin raus. Ich hit einen. Ich hab 16. Soll ich noch einen hitten? Du musst. 16 ist viel zu schlecht. Okay. Warte. Frag die Dame mal, ob ich noch ziehen soll oder nicht. Sure. Shimai. Shinta. Nicht so, Mann. Achso. Soll er noch ziehen? Nein, ich hab's fake gemacht. Fuck. Wie dumm. Ach, egal. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Jetzt lass es. Edis, du hast wieder verloren. Ja. Scheiß drauf. Was gibt Berko die ganze Zeit aus? Wir verlieren die ganze Zeit Geld. Was machst du, Mann? Ich muss hin und her laufen. Was passiert dir? Ich hab noch was gemacht. Ist doch nicht schlimm. Jetzt kommt nach Hause. Wir schlafen. Ich wollte es noch sehen, aber egal, ja, dann lass erstmal schlafen, dann gucken wir uns das morgen an. Okay, ich schlaf an der Seite, ich schlaf links. Warte mal, seid ihr auch so? Wer ist auch so, dass er immer am Rand schlafen will, wo die Wand ist? Ja, ich auch, damit mich keiner... Ich keine Wand mehr, Digga. Ist dein Bett auch so, dass es an der Wand ist? Bei mir? Ja. Ja, von meinem Kinderzimmer. Damals. Ja, halt allgemein, Bruder. Ich kann nicht, wenn das Bett mitten im Raum steht... Nein, und das du niemals. Ja, mitten im Raum ist das schlimmer geht's nicht. Berko, bitte, das Berko. Echt scheiße. Ja. Hör auf. Mach die Tür wenigstens zu. Mach selber zu. Die Tür geht nicht zu. Oh mein Gott, Bruder. Mach einfach zu. Was willst du? Digga, die Tür geht nicht zu, Mann. Ich geh raus, mir egal. Zieh deine Hose an. Ich geh jetzt raus. Ich hab rausgeklickt. Okay, mal gucken, was du geändert hast. Ich hoffe nur Gutes. Scheiße, tagsüber sieht's nicht so geil aus wie abends. Ach, hier die Kerzen. Okay, das ist gut. Kerze und diese Blume hier. Ein bisschen grün muss auch sein. Warum hat mir wurde direkt ein dreckiger Teller hingelegt. Okay, Leute. Genau dasselbe wie gestern. Chicken Breast und Tomatensoup. Wir haben doch bestimmt noch Tomatensuppe, oder? Sehr stark, sehr geil, sehr geil. Der macht einfach die Suppe von vor 2 Wochen noch warm. Ah, ist doch nicht schlimm. Ey, ich hol kurz Chicken, wir haben kein Chicken mehr. Ich geh zum, Wollen wir nicht mal was anderes kochen? Ich geh zum Egid. Ich hab schon Dings eingegeben. Oder wer ist Getir? Getir. Ich hol Getir. Warte, ich hol mehrere Getirs. Wenn wir irgendwo mal diese Restaurant kaufen. Unser Laden sieht echt schön aus, wow. Hier kann man einen Laden kaufen für 50.000, Digga. Der sieht so groß aus und so schön. So viel Geld haben wir leider noch nicht. Jungs, kann irgendwer Kochanasche holen? Was? Und das, was Kohle heißt, auf Türkisch. Kohle? Ich weiß selber nicht, was Kohle heißt. Ach, Digga. Hast du gut? Nee, ich hab irgendwas anderes. Ich hab das von Edis geklaut. Okay, dann hol ich kurz Kohle. Oh, da steht irgendwas mit Wechselgeld. Oder haben wir nicht bezahlt? Oh mein Gott. Hamed, wie hast du es gemacht, dass du alle Tomaten rausgeholt hast, Bruder? Einfach bei der Kasse direkt. Du hast nur einzeln genommen? Oh mein Gott, Bruder. Edis nimmt die Tomaten einzeln, Bruder. Ohne Sinn. $70. Tschüss. Ich hab zweimal. Edis, chill, Edis. Chill, Edis, ja? Bevor ich MMA komme, Ulm. Was? Bevor ich MMA komme, Ulm. Du willst nach Ulm kommen? Wie für MMA? Ja. Wenn du weiter so frech bist. Was? Was hab ich gerade da gehört? Kannst du das bitte wiederholen? Ich komm nach Ulmen. Ulmen für MMA, wenn du weiter so frech bist. Ist ja nicht weit. Oder wie heißt nochmal deine Stadt? Oder du wirst genauso wie jeder andere sagen, ich komm. Und danach nichts und einfach wieder im Stream wieder, das ist der Schmale. Ich hab das der Schmale gesagt. Nein, bei mir ist anders. Ich komme ehrlich. Komm, Lan. Ich komm diesen Samstag, nächsten Samstag sogar. Ich schwöre, komm, Lan. Nächsten Samstag, wenn ich nicht komme, bin ich ein Hund. Clip das. Leute, clip das bitte und dreimal. Wenn ich nicht komme, bin ich ein Hund. Ich zeig dir, wie man trainiert. Bitte clip das. Er kommt. Er hat gesagt, er kommt. Wenn er nicht kommt, ist er ein Hund. Klippen. Wenn ich nicht komme, mache ich in Unterhose Ruff Ruff im Stream. Klippen.
Wenn er nicht kommt, macht der Wurf im Stream. Er muss jetzt kommen. Sehr gut. Okay, alles klar. Hamed, Ansage ist raus. Super. Aber warte, Ulm ist doch... Wo ist Ulm nochmal? Nähe Stuttgart. Ach, Bruder, ist zu weit, ja? Nee. Geht nicht. Tschüss. Er muss. Du musst. Du hast jetzt echt groß geredet. Und mach diese Scheiße. Töbe. Mach diese Chicken fertig. Ich mach gerade Chicken. Arbeit, wir sind doch Freunde von Anfang an. Wollen wir einen Film gucken dann, wenn ich da bin? Oder was machen wir? Ja, danach können wir gerne einen Film gucken. Ja, dann lass Film. Was sollen wir noch machen? Sollen wir Fußball spielen oder so? Nein, wir gucken den Film an. Das passt schon. Und Universitätsklinik Ulm hat sehr gute Kanäle. Nicht Universitätsklinik wieder! Zweite Mal, nein, bitte! Oh nein! Ey, was passiert hier, Bruder? Wieso? Hallo, was passiert hier mit dem Geld? Was passiert hier? Warum haben wir so viel Geld ausgegeben? Wer macht das? Berko! Ich hab unseren Kredit bei der Bank abgezahlt. Nein, das meinst du jetzt nicht ernst. Ja, was denn? Wir hatten gar keinen Kredit! Wir hatten gar keinen Kredit! Doch, den Anfangskredit für den Laden. Was denkst du, der Laden ist aus Luft und Liebe? Du laberst Müll, du hast das Geld eingesteckt. Du hast dir das Geld eingesteckt. Du hast gesagt, man darf seinen Mitarbeitern nicht vertrauen. Du, zeig dein Portemonnaie, mach auf. Bruder, ich war gerade bei Terebank, was willst du von mir? Deine Hosen sind auf einmal voller, Ja, ich habe auch gegessen hier. Er hat sich das Geld eingesteckt. Hab ich nicht. Er hat sich das Geld eingesteckt. Nicht. Ist das ekelhaft. Krass. Ekelhaft. Mach den Laden auf. Dass du auch den ganzen Laden hier gefickt hast. Ekelhaft. Mach mal den Laden auf, ja? Bitte, Hamed, wie lange brauchst du für die Chicken, Mann? Ich hab doch fertig. Oder er hat die Kartoffeln verbrannt. Chicken Breast hat der nicht mal Salz und Pfeffer gemacht. Du hast alles scheiße gemacht. Ist gut. 2,2 Sterne. 2,2 ist gut. 2,2 ist gut. Ich soll Rohat anrufen. Chat schreibt, er sollte mich anrufen. Geh mal an Handy, Hamed. Ja. Oder wir sind gerade in Paderborn in einer Shisha-Bar. Was? Ja. Yeah. Warum Shisha-Bar? Keine Ahnung, gab keine Ahnung, Ort zum Chillen. Aber hier ist chillig. Wo denn? Warte, sag nicht, ich bin im Stream, ne? Achso. Schreib mir einfach. Ich schicke den Standort. Oder warte, ich schreibe dir, welche das ist. Ja, okay, ich stream aber noch ein bisschen, ne? Ja, okay, guck einfach. Ja, okay. Heide, ciao. Bruder, ich wollte das richtig, ich wollte das so türkisch laufen lassen, weißt du? So, dieses in türkischen Läden ist so ein Fernseher doch immer auf irgendeinem Schrank oben und so. Ja, das ist clever, das ist ehrlich clever. Genau so müssen wir das auch machen. Das ist echt so, das ist immer so unstabil und so. Weißt du, was ich meine? Genau. Das ist immer so. Schön gesagt. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, unser Laden sieht schon viel besser aus. Ja. Ja, wenn du Suppe wolltest, warum hast du da nicht Suppe genommen, du Peach? Ob man noch Rodemann da ist. Ey, ihr wisst schon, ne, dass ihr hier auch mit Twitch verbinden könnt und dann die Leute, Zuschauer kommen können und essen können, ne? So macht ihr erstens mehr. Was laberst du? Ja, dann kommen die Zuschauer her und essen. Und dann können die uns Geld geben, oder was? Mhm. Genau, weißt du, wie viel Geld du dann mit denen machst? Tschüss, man kann seine Zuschauer ausnutzen. Komm! Scribe, danke schön. Danke dir. Danke. Ey, das ist einfach, die bei Casino arbeitet, die kommt bei uns essen. Ja. Ich hab so eine gute Idee. Ey, Berkoli? $160. Berko, ja? Was war nochmal 53, türkische Kennzeichen? Google kurz, ich weiß nicht. 53, ja, was war nochmal 53, ja, Riese. Riese. Riese, ja. Irgendwie hab ich... Riese, stimmt. Naja. Gib dein Geld. Weißt du, was 01 war, Berko? War das nicht Adiamant? Hülan. Nein, ich weiß, was 01 ist. Was? Adana-Spot. Adana. Sehr stark. Dein Dings. Dann war 02 Dings.
Ja, ja, 02 war. Bist ehrlich, Adanaspor? Ja. Ich schwöre auf alles, auf mein Leben. Ich habe einfach irgendwas gesagt, ne? Laber nicht. Ich schwöre auf mein Leben. Ich habe einfach irgendwas gesagt, einfach. Was hat jetzt Spor mit einer türkischen Stadt zu tun? Ja, ich habe einfach eine Mannschaft gesagt. Du hast einfach Adanaspor gerade. Und ist es wirklich 0-1? Einfach aus Spaß raus. Ich schwöre auf alles. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, 62 ist Dersim. Oder 0-1 ist echt Adana. Du lagst richtig. Das ist krass. Das ist ehrlich krass. Oder das ist crazy. Wisst ihr, was noch crazier ist? Wir haben kein Chicken! Doch klar, ja, haben wir Chicken. Ihr seid für Chicken. Oder warum salzt und pfefferst du das nicht jedes Man Mal? Man kann das auch danach salzen und pfeffern. Machst du es aber nicht. Ja doch. Ich hab's gemacht jetzt. Schau. Ja, Chicken. Kümmer dich um den Rest. Okay. Ja, verpiss dich mal, damit ich Sachen drauf mache. Okay, so. Hey! Bruder, bitte. Hallo, Schüssel. die wollen alle essen. Die wollen alle Chicken. Mann. Chill, chill, bevor ich euch hier zusammenschlagen muss. Chill. Hä? Was sagt er da? Du willst gehen. Du willst also gehen. Der. Der will raus. Ich stelle mich vor die Tür. Was will er machen? Das ist clever, Becker. Was willst du machen, Lan? Wir müssen nur noch auf Potato Slice warten. Bleib hier, Lan! Ey Jungs, ich fahr's ab, ha. Ich muss noch LKW-Simulator, ich muss noch Strecken fahren. Ja, alles gut. Fahr dein LKW, hol das Geld rein für Familie. Ey, Hamed, du musst unbedingt auch LKW-Simulator holen, back unbedingt. Habe ich schon einmal gespielt. Ich hab das mit Lenkrad und so. Mit Lenkrad? Ja. Und? Hat dir nicht gefallen? Doch, aber ich hab zu viele Unfälle gebaut. Ich bin nach Leipzig gefahren und ich bin einen Tag danach ehrlich die Strecke nach Leipzig gefahren. War wirklich fast gleich. Ja. Mit Ausfahrten und so sind einfach richtig. Ich hab Schock bekommen. Gibt's aber nicht so Rennauto-Simulator? Gibt's auch. LKW? Boah, ja. Weiß ich nicht. Gibt's sowas? Gibt's auch. LKW ist halt bisschen ruhiger. Es ist so für jetzt nach Geld. 0 Uhr. Zum Beispiel nach 0 Uhr für die Zuschauer. Voll geil zum Anschauen bestimmt, weißt du? Geil. Ja, safe. Oder Chat? So, erstmal schön ein bisschen sauber machen hier. So, das waren wirklich die produktivste Stunde, die wir gemacht haben heute. Ja, weil ich ja dabei war. Sehr schön, Jungs. Ich bin stolz auf euch. So, wir müssen den Laden schließen, Edis. Ich glaube, es kommt keiner mehr jetzt. Also ich mache den Fernseher aus. Licht aus. Komm raus. Jesus, komm raus. So. No. Hä? Berko, bitte. Du bist der Einzige, der verliert. Geh raus! Bruder, schäm dich! Ich hab noch nie gewonnen, Digga. Das kann nicht sein. Schäm dich einfach. Ich hab noch nie gewonnen. Wie viel Geld hast du verspielt? Sei ehrlich, bevor wir schlafen gehen. Ich möchte es wissen. 100. Schwör auf alles? Ja, warum soll ich schwören bei Haram, Bruder? Warum machst du überhaupt Haram? Urteilen ist auch Haram. Oh mein Gott, Bruder. Was ich gemacht habe, ist schon vollbracht worden. Lass uns einfach schlafen. Neuer Tag, neues Ich, neue Schicht mit Berko, der Wicht. Haha, oh Mann. Warum beleidigst du mich, Digga? Wir haben noch nicht mal... Nein, Wicht ist kurdisch, Bruder. Und das ist eine, Ach, meine Fresse, Digga. Es ist ein Kompliment. Das heißt Wicht. Wicht, sagt man. Warum sagt denn immer jeder du Wicht in so einem abwertenden Ton? Ja, ne? Weil die können ja kein Kurdisch. Auf Kurdisch heißt das Wicht. Ist das ein Kompliment? Okay, boah, es sieht so schön aus hier, ne? Ist das krass. Warum habe ich direkt Geschirr in der Hand? Ah, wir haben 2, 3... Gut, wir haben... Boah, das sieht echt geil. Wer hat das hier... Warum liegt ein Messer auf dem Boden? Ich glaube, wenn du die Sachen nicht wegräumst, dann liegen die da einfach am Ende. Und warum ist denn so Ofen... Warte, warum ist denn so Ofen hier? Ich glaube, du musst Tomaten so nochmal heiß machen ein bisschen, oder? Ja. Digga, guck mal zu mir. Hä? Warte, bau den mal bitte um. Wo war der denn vorher? Ich weiß es gar nicht. Hier hinten, ne? Der stand hier, Digga. Hier hinten. Jemand hat unseren Laden verwüstet. Ah, yo, stimmt. Hä, wie dumm. Ach, der. Okay, warte mal kurz. Ich nehm schon mal Tomatensuppe einfach. Sollen wir heute diesen Gourmet-Chef holen? Diesen Essenstester. Wir können den rufen heute. Warte mal. Wie mach ich denn Tomatensuppe rein? Oder bitte mach richtig, guck so, wie man das Salz pfeffert, richtig alles. Da ist doch schon alles gepfeffert, oder nicht? Oder muss das noch gemacht werden bei Tomatensuppe? Warte, ich guck jetzt. Recipe, Tomatensuppe. Ist da... keine Ahnung.
Wie viel muss ich reinmachen? Ja, oh, ich hab's leer. Der Teller voll ist, glaube ich. Warte, lass mal gucken, ob da alles drin ist. Ja, guck mal. Ich will das schon mal aus. So, Tomatensuppe und ich nehme Hähnchen wieder. Weil wir haben jetzt eh noch nichts Neues freigeschaltet und dann könnten wir eigentlich den... Butter, Tomaten... Hier ist schon alles drin, ich mag's einfach rein. Und diese Hähnchen machen wir drei auch, oder? Drei Sterne. Ist halt kalt, steht da. Ja, Hähnchen müssen wir nochmal neu machen. Gut, dann... Ich mach das schnell. Ja, mach du das. Ich mach das jetzt perfekt diesmal. Oh, wir haben den Ofen andersrum diesmal hier. Davor war der die ganze Zeit andersrum, aber es passt, sieht schöner aus, finde ich so. Hast du eine Kartoffel genommen? Ja, super. Ich mach diesmal, ich werde gucken, dass es perfekt wird. Okay, dann mach das schon mal. Dann logge ich die Leute jetzt heute an. Ich kann schon mal den Laden öffnen, weil wir eh Suppe haben. Wobei, nee, die könnten auch Chicken auswählen. Dann mach erstmal das Chicken zu Ende. So, Laden ist geöffnet. Leute, kommt rein in unser Laden! Es klappt! Okay, ich will nochmal. Mbode Kandena. Aiga Honahi. Dele Kandema. Es klappt! Wir sind Level 15, Dillen kette dlimen, tagge bisen, badge biha. Lecha, lecha. Sonia lecha lecha. Lecha lecha. Ho. Lecha lecha. Sonia lecha lecha. Digga, wir haben einen Lauf. Geh rein! Digga, wir machen heute so viel Geld, ne? Ich sag's dir. Ich werd das Hähnchen perfekt machen. Das Hähnchen, jemand wartet schon auf das Hähnchen, aber. Du musst dich beeilen. Ich beeil mich. Muss perfekt gegrillt sein von beiden Seiten. Oh, sie geht gleich sauer raus. Beruhig dich, nein, ich hab gemacht. Stark. Stark, mein Brit. Und drei Sterne auch. Alles, Mann, ich hab alles Dings gemacht. Lass uns morgen den Typen rufen. Und dann müssen wir es wirklich perfekt machen. Was ist das? Die Leute trinken sogar Kaffee. Ja, das ist Chai. Wer trinkt Kaffee? Ja, Chai. Guck mal hier, der. Chai, der trinkt Chai. Der sieht aber auch aus, als würde er Chai trinken. Guck mal, der hat Salz unter den Tisch geschmissen bei mir. Ja, ist nicht schlimm. Soll er machen, wie er möchte. Solange er es sauber macht danach. Ich mache auf jeden Fall nicht sauber seinen Dreck. Ich glaube, Toilette wäre auch wichtig, Digga. Wenn ich irgendwo in einem Laden wäre, dann würde ich auch gerne so auf Toilette gehen können da. Weiß ich meine? 260 bekommen wir jetzt mittlerweile. Geil. Aber nur für das Chicken, für die Suppe kriegen wir. Aber weil Suppe ist auch nicht so gelevelt und Suppe hat Edis schon recht gehabt, ist viel einfacher. Weil du kannst so voll oft das noch benutzen. Ja, der schmeißt seine Bierflaschen einfach hier auf den Boden. Hat's geschmeckt, ja dann Alter. Bitte. Boah, was hat er in der Hand? Der hat einen Teddybär in der Hand. Oder eine Katze oder so, jetzt ist sie weg. Wir haben keine Suppe mehr, wie funktioniert das? Ich weiß nicht, wie man Suppe macht. Zwei Tomaten. Du schaffst das. Warte, Suppe, ich gucke Kochbuch. Zwei Tomaten, Wasser 1,2 Liter, Milch 0,2 Liter und Butter 200 Gramm. Haben wir alles? Sonst hole ich. Ja, Milch haben wir. 0,2 Liter Milch. Wie viel Wasser? 1,2. Wo ist das Gefäß? Scheiße, ich hab ein bisschen zu viel gemacht. Ja, egal. Mach rein, schnell. Okay, 0,2 Milch. Ja. Hast du die Tomaten reingemacht? Nee, muss ich die reinmachen? Ja, natürlich. Wieso? 8 Tomato Slices? Ja, das sind 2. Ich hab da schon reingemacht. Wir brauchen aber noch mal mehr. Nein, das sind 8. Wenn du 2 schneidest, sind es 8 Tomato Slices. Nein! Da steht 4, guck. Oder? Nein, jetzt macht gerade die ersten 4 Dings. Ah, okay. Es hat schon. Scheiße, sind schon 8. Mein Onkel ist draufgegangen. Wie viel brauchen wir noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Da war noch irgendwas. Butter 200 Gramm. Ich mach rein. Butter? Ich mach rein Butter von Mutter. Die Butter von der Mutter. Hab ich. Und, jetzt ist es, glaube ich, fertig. Die wollen alle Suppe, Digga. Ist unglaublich. Okay. Ich hab.
Sollen wir nochmal so einen Stand machen, so damit wir noch mehr Kunden gleichzeitig locken können? Ich weiß nicht, ob das normal ist, Digga. Aber bei mir ist das immer direkt leer danach. Naja. 3,0 Suppe. Bei Edis war das irgendwie nicht immer direkt leer. Ich weiß nicht, ob ich immer zu Vielleicht viel reinmache. Zu viel rein. Aber das schmeckt den auf jeden Fall. Das ist gefüllt. Das ist schön gefüllt dann bei denen. Schön Mergy Mac mit Chai. Boah, ich hätte jetzt auch Bock auf Mergy Mac. Schön Mergy Mac. Gib Geld, Opa. Hat er Geld gegeben? Ja. Gib Geld. Wir haben noch 4 Chai, wie können wir das aufladen? Wieso, wo siehst du, dass wir nur noch 4 Chai haben? Oh, stimmt. Gut, ich mach Laden zu dann. Komm, wir gehen schlafen. Ich glaube, du hast pro Tag einfach nur eine bestimmte Anzahl an Chai. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder das sind die Gläser. Vielleicht sind es auch Gläser, weil hier bei den Tellern steht auch, wie viele Teller du drin hast. Hätten wir angelassen, wäre unser Laden verbrannt. Der Ofen war noch an. Beziehungsweise Ding. Musikbox aus. Ey! Berko, wie viel? Berko, hör auf! Ich bin zu Hause, was redest du? Digga, ich hab's doch gesehen, da steht du, you lose. Wie viel hast du verspielt? Sag's. Zu Hause. Sag's! Ich hab nicht verspielt. Ich verspiel jetzt unser ganzes Geld. Ich hab nicht verspielt! Sag, wie viel du gespielt hast! Ich hab doch nicht mal gespielt! Warum stand dann du, you lose? Weil ich hab Fleisch gekauft. Ich verspiele jetzt unser ganzes Geld, wenn du es nicht sagst. Nein! Sag es! $200. Geh raus aus dem Laden. Ich spiele jetzt auch $200, damit wir gleich sind. Raus! Ich spiele so lange dauert ein bisschen. Ich schwör auf alles 200 nur? Ja. Okay. Du hast 203 ausgegeben, das heißt, ich darf auch noch... Nein! Ich darf auch für $3 jetzt einmal. Ey, Bruder, ich hab gewonnen. Ey, ich hab noch nie gewonnen, Digga. Ja, du weißt nicht, wie man das vernünftig spielt. Es gibt wirklich Taktiken. Jetzt raus! Mann. Ich drück... Ich hab bis jetzt immer verloren, Digga. Das kann nicht sein. Ja, du weißt auch nicht, wie es funktioniert. Komm jetzt. Alter, Chicken bringt uns jetzt 300. Warte mal, können wir jetzt nicht endlich Döner machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir Glück haben, haben wir überhaupt das nächste Rezept freigeschaltet. Döner kommt, glaube ich, erst sehr spät. Bruder, wir haben voll viel. Heute holen wir den Typen, den Restauranttester. Warum ist hier eine Matte? Ey, guck mal auf Recipes bei Simple Kebab. Da ist dieser Typ Ach, das drauf. Das ist ein Ding. Das ist ein Gulli. Ach so. Schau mal auf Recipes auf dem Tablet, auf Menü. Ja. Menü meine ich. Da ist dieser Typ, ist bei diesem Adana drauf. Vielleicht müssen wir... Bei Recipes? Beim Menü. Bei Menü auf dem Adana. Geile Erklärung, Bro. Ach, bei Menü. Ah, okay, ja, ich checke. Dass wir das brauchen für den Kebab, damit er das testen kann. Ich glaub schon. Warte, wann können wir das denn freischalten? Weil da steht nur Level 4. Ach, Digga, ich muss hier immer den Dreck wegbringen. Wir haben noch gar nichts sauber gemacht. Was machst du? Wo bist du? Ich suche hier gerade was, aber ich verstehe das nicht. Kurz Angst, dass du wieder weg bist, weil ich dich nicht gesehen habe. Ey, Bruder, ich darf hier den ganzen Dreck wegräumen, ja. Warum der Hähnchen jetzt? Hä, hast du alles drauf gemacht auf dem Plan? Wir haben jetzt 4 Sachen auf dem Plan. Kann ja nicht sein, ich pack alles weg. Ach so, das habe ich gemacht. Okay, wir brauchen 4 Sterne. Was denn? Nix. Bruder Berko, was machst du heute? Was hast du gemacht? Nix. Was machst du da?
Ich mach unser Hähnchen. Man möchte die ganzen komischen Sounds. Wir brauchen rote Paprika. Rote, warte, ich kauf. Guck mal, die stehen schon Schlange draußen. Ehrlich jetzt? Ja. LOL, die stehen ehrlich Schlange. LOL. Hat sich rumgesprochen, dass unser Laden gut ist. Da müssen wir uns ja jetzt beeilen. Mach schnell Boden sauber. Ich mach Suppe so lange, okay? Hä? Du machst Chicken, ne? Du machst Chicken, ne? Mach Chicken. Okay, dann mach ich die Suppe. Eigentlich könnten wir aufmachen, weil in der Zeit schaffe ich das. Das hört sich an, wie wenn man so Eier brät. Mhm. Ups. Okay. Ich glaube, ich habe 2,9, Digga. Ich habe Chili-Pfeffer vergessen. Habe ich doch doof gemacht, Digga. Ach, letztes Mal hatte ich gar keinen Parsley. Warte, warte. Ich weiß ganz genau, dass ich da Chili-Pulver drauf gemacht habe. Ja, ich habe es wieder runtergenommen. Ist ja hässlich. Aber warte. Ich weiß es ganz genau. Okay, ich hab perfekte. Ich hab eine perfekte Suppe. Du kannst laden, von mir aus aufmachen, ja. Außer dass die jetzt kommen, am Ende kommen alle rein. Dumm, Digga, Digga, jetzt hab ich bis hinten gespeichert. 3,0. Und wir haben noch ein bisschen Suppe. Ich habe nicht alles weggekippt. Endlich mal ein bisschen produktiv. Schön, es läuft gut, es läuft gut. Ich habe Essen heute besser gemacht als du. Ich habe 3,0, du hast nur 2,9. Es geht um Zusammenhalt. Mein Essen ist besser gemacht worden als deins. Putz, dann okay, ich kauf schon mal. Ich versalze jetzt deine Suppe. Nein, chill, bitte. Hätten Sie noch extra Salz? Egal. Warte, das darf nicht die ganze Zeit an sein. Okay, ich hol kurz. Bisschen Milch, Digga, und dieser so. Dieser Hund. Er hat bezahlt. Wir müssen jetzt unbedingt ein Level aussteigen, damit wir das nächste. Ding hier freischalten. 6 Tomaten. Das brauchen wir eigentlich nicht. Schmeckt dir, Oma? Gut, ich brate direkt nächste Hähnchen an. Digga, die Leute kommen auch jeden Tag das gleiche hier essen. Neue Lieferung! Bam! Was hast du gekauft? Bisschen Tomaten und so schon mal. Chicken brauchen wir neues, ne? Ich mach's gerade. Nee, die haben's echt schnell weggegessen, muss ich sagen. Der will nämlich Chicken, der geht, glaube ich, gleich. So. Soll warten, bevor ich den zusammenschlage hier. Hey! Das machen wir nicht in unserem Laden, vergiss das nicht. Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Digga, ich Oha, wie teuer gesagt, das war. Ich hab's doch gesalzen. Ammonsigdimmen. Sorry. So. Hier, Chicken Breast. 3 Sterne. Oh mein Gott, guck mal, der war auf dunkelrot schon. Ich hätte es noch bekommen. Ich hab auch 3 Sterne. Was jetzt, Hamid? Was jetzt? Ja, beim zweiten Versuch. Splee, danke für den Sub. Du bist nicht live, ne? Wer, ich? Ja. Nee.
Schlechter Streamer. Ey, der will Tomaten. Ah, wir haben noch. Ey, wir haben so viel. Ich kaufe uns jetzt Kaugummi-Automaten, okay? Ja, okay. Viele sagen, das ist gut, Digga. Hab ich auch schon gehört. Ey, wir können den einladen, diesen Juan, ne? Warum? Können wir da, haben wir das Gericht freigeschaltet? Nein, aber ich schau. Ja, nein, dann lass es erstmal freischalten, sag ich dir. Lass uns das erstmal freischalten, mal, weil ich hab das Gefühl. Opa will Suppe, Bruder. Ehrlich jetzt? Wir haben keine Suppe mehr. Doch, haben wir. Ah, nee, warte. Der will Fleisch, ich dachte, der will Dings. Ich mach kurz Suppe, warte kurz. Nein. Ja, falls einer Suppe will. Nein, ist vorbei schon, ist der letzte. Okay. Hä? Digga. Unser Restaurant ist echt am Laufen, Digga, ne? Das gefällt mir. Der gleiche Opa ist schon 5-mal hier essen gekommen heute. Guck jetzt, wie schön die Kerzen aussehen. Hab ich extra so gemacht. Ja. Hier ist noch gekühlte Tomatensuppe sogar noch. Ja, ich glaube, wenn man die hier lässt, dann geht sie kaputt. Du machst nie sauber, ne? Ich schwöre, ich bin hier die ganze Zeit am Teller waschen. Oh, ich habe auch voll auf sauber gemacht. Ja. Digga, bei jeder Folge habe ich immer alles geputzt. Hätte ich auch gesagt jetzt. Achso, die Teller haben sich immer von selber gewaschen. Schon immer sauber gemacht. Ich war mal alleine am sauber machen. Okay, weißt du was? Dann stelle ich jemanden ein, der für uns sauber macht. Kann man das ehrlich? Ja. Ich rufe jetzt meine Freunde. Nein, mach nicht, chill. Doch. Geldverschwendung, das wäre Geldverschwendung. Guck, siehst du? Oh mein Gott, du hast ehrlich einen eingestellt. Ey, du hast ehrlich einen eingestellt, Digga, ist das krass. Bruder, nein, Waiter ist doch keine, die putzt, oder? Warte. Waiter ist eine, die Leute begrüßt und reinholt. Nein, die macht doch Dishwashes, stand da. Okay. Ah, nee. Get back to the dishes! Ich kann dir sagen, was die machen soll alles. Get back to the dishes! Ey, sie arbeitet bei uns, Leute. Nicht, weil sie eine Frau ist. Chillt. Ich hätte auch einen Mann einstellen können, aber in einem Laden sollte man eine Frau einstellen, damit mehr Leute reinkommen. Das ist leider die Realität. Na, das würde ich nicht sagen, Digga. Okay, sagen wir mal, du hättest ein Fitnessstudio. Ja. Du willst, dass viele Leute trainieren kommen. Was würdest du machen? Gute Angebote. Social Media vernünftig führen, Marketing, ja, TikToks, Special Angebote, einfach guten Geruch, gute Musik, Hygiene, ach, immer das versuchen, das ganz alles auf dem neuesten Stand zu halten. Selbstverständlich, das macht doch jeder. Was? Nein. Aber ich sag jetzt, was ich machen würde. Ich würde heißen Bräuten erlauben, umsonst zu trainieren. Nein, Bruder. Dadurch würde so ein Hamid oder ich nein. Würde dann daher auch trainieren gehen. Nein, Digga, erstens, Bruder, sag doch was mit Pimmy nicht. Und zweitens, Bruder, ich hasse es, wenn Frauen leicht bekleidet im Gym sind und sowas. Ich mag das gar nicht. Ja, ich fühle mich richtig unwohl. Du musst doch für die breite Masse denken. Ja, Bruder, weißt du genau, wen du damit ranlockst? Notgeile Jungs. Ich will aber auch keine notgeilen Jungs. Du musst lukrativ denken. Nein, Bruder, du musst solche notgeilen Jungs rausschmeißen aus deinem Gym. Wenn Frauen in dein Gym reinkommen, musst du versuchen, den Frauen auch zu bieten, dass sie nicht genervt werden, dass sie nicht begafft werden. Das ist auch wichtig bei einem Gym. Ja, das ist ja auch selbstverständlich, wenn das einer macht. Was? Du willst das fördern? Du sagst, da sollen hübsche Frauen sein, damit die angeguckt werden. Natürlich! Das ist die falsche Herangehensweise. Du hast einfach keine Ahnung, Digga. Man merkt manchmal, dass du ein Chojuk bist. Komm jetzt. Wir haben beide unsere Sichtweise. Lass den Laden schließen, Digga. Komm. Alles gut. Sehr hässlich, Sibylle. Junge. Sibylle, du kannst auch heute Feierabend machen. Heißt die Sibylle? Alles gut, ich red mit dir privat. Du musst nicht mit ihm reden. Was heute Abend bei mir? Ich lass euch mal alleine. Ich teile mein Bett mit ihm. Aber wir können uns mal. Ja, da vorne gibt's ein Hotel, da können wir mal zusammen hin. Okay, danke. Schöne Nacht dir. Pass auf dich auf.
Digga, willst du mich verarschen, du kleiner Wichser? Ey, Bruder, 3000! Mach epische Musik an! Mach epische Musik an! Oh mein Gott, du machst so. Wenn du jetzt verlierst, dann wird zwei Tage. Ich bin auf einem. Auf so einem Special-Ding, wo man, wenn ich jetzt nehme, kann ich eh nicht verlieren. Mach Special-Musik an! Wie? Du bist auf einem Special-Ding? Ja, 6 oder 16. Das heißt, wenn ich jetzt über 21 komme, kann ich mal mit 6 weitermachen. Mach Special-Musik an! Warte, Digga, 3000! Ja, Digga, 3000! Wir wollen, dass ihr ja, auch das warte. Ende starke, starke Musik. Könnt. Warte. Ja, okay, Digga. Nee. Oh, YouTube Premium. Ich hab YouTube Premium. Okay, bist du ready? Ich drücke E. Wir müssen auf eine 5 hoffen, Bruder. Bete auf eine 5 oder 4. Warte, ich mach bessere Musik. Mach. Hier, besser. Bruder, sie hat eine 10, sie hat so gute Dings. Okay. So. 3, 2, 1, go! Oh nein, das war nicht gut. Ich muss jetzt nochmal hitten. Wir haben 12. Wir müssen auf eine 8 oder 9 hoffen. Bam! Oh mein Gott. Guck mal, unser ganzes Geld weg von dir. Alles gut. Ich hol das wieder rein. Vertrau mir. Ich hol das wieder rein. Wir gehen wegen dir pleite, Digga. Vertrau mir. Alles gut. Hä? Digga, unser ganzes Geld! Warte, alles gut, chill. Perfekt. Sie hatte Glück, sie hat 20, das passiert so selten. Da, siehst du? Ich arbeite uns wieder zurück. Wir haben kein Geld mehr. Doch, 2000 wieder, chill. Alles weg. Sie schafft das nicht. Guck, siehst du? Wir haben kein Geld mehr. Doch, guck mal, wichtig, ich hab jetzt zweimal gewonnen, chill. Guck mal jetzt, oh, perfekt. Stay, 18 ist gut. Sie hat auch 18. Deswegen ohne. Alles gut, chill. Es ist noch alles gut. Vertrau mir. Du musst das Geld jetzt wieder reinholen. 17 ist nicht so gut, Digga. 17 ist sehr schlecht. Ich muss hoffen, dass die 23 geht. Mach die Musik lauter. Existenz? Mach die Musik lauter. Existenz verspielt. Nein. Guck, gewonnen. Okay, es gibt nur noch eine Möglichkeit, wie wir das Geld zurückbekommen können. Wir hatten 4000. Ich hole es, keine Sorge, pass auf. Nein, es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wie? Erstmal müssen wir schlafen. Danach sage ich es dir. Okay. Du hast alles verzockt, Digga. Du hast einfach Monte-Simulator gespielt. Komm jetzt. Wir haben noch acht Münzen. Chill. Mit 8, wir können Sibylle nicht mehr bezahlen. Wir können nicht mal mehr Sibylle bezahlen. Na, wir hatten aber keine 4000. Ja, wir hatten 6, glaube ich. Chill, alles gut. Ich klär das. Digga, wir können nicht mal mehr Sachen kaufen zum Kochen. Oh nein, wir haben ein Kredit, das Kreditinstitut. Warte, wir kriegen noch eine Strafe. Wir haben eine Strafe bekommen. Warte. Ich hab eine Idee. Vertrau mir einfach. Vertraust du mir? Ich hab eine Idee. Kein Geld mehr. Warte mal. Alles umsonst. Vertrau mir. Alles umsonst. Vertrau mir, ich hab eine richtig gute Idee. Leute, hilft mir, kleine Spendeaktion, euer Dönerladen geht pleite, wegen Corona, wir haben kein Geld mehr, ihr müsst uns spenden, damit wir wieder aufmachen können, für euch gutes Essen machen können. Wegen Corona, unser Geld ist weg, bitte, hilft uns. Unterstützung. Ich hab eine richtig geile Idee, Berko. Was? Ich hab warte, Idee. Komm hier hin. Komm einmal zu mir, ich hab eine richtig gute Idee. Wir müssen unser Geld jetzt wieder reinholen und ich hab auch die Idee. Ich hab eine bessere Idee. Nein, ich hab die Idee. Wir klauen. Deine Ideen, wir haben gesehen, wo uns deine Ideen reingebracht haben. Warte, ich lass Licht aus, Digga, damit wir die Stromkosten bezahlen. Ich verkaufe jetzt alles, damit wir damit wieder spielen können. Nein, oder? Das meinst du? Warte mal, wie was? Was ist der Plan? Ich hab's, glaube ich, nicht richtig verstanden.
Ich habe alles verkauft jetzt, damit wir wieder Geld zum Zocken haben. Okay, diesmal vertrau mir einfach. Ich verkaufe unseren ganzen... Kann ich die Waiterin auch verkaufen? Dann versuch's einfach. Feier, ich habe die gekündigt. Ich habe alles verkauft. Vertrau mir. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Gleich werden wir vieles wieder haben, Bro. Oh mein Gott, sag mir, wenn du fertig bist. Sag mir, wenn du fertig bist. Warte. Ich habe offiziell alles verkauft, was in unserem Laden ist. Okay, stark. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, mein Bird. Du musst jetzt... Glaub mir, ich werde jetzt so glänzen. 5K-Runde! Ich hab ne, okay, ich, warte, hab, ich mach Musik an. Ich hab ne gute... Oh nein, ich hab keine gute Hand. Ich hab keine gute Hand. Hit dich oder stay ich, Chat. Hit dich oder stay ich. Haben wir Blackjack-Profis drin im Chat? Ich muss hitten, obwohl wir 17 haben, ne? Wir haben richtig schlechte Karten, Bro. Wir haben richtig schlechte Karten, Berko. Bete. Ich bete nicht bei Casino. Warte, warte, chill. Es war die ganze Zeit der Platz, vertrau mir. Wir haben wieder alles verzockt. Doch, es war die ganze Zeit der Platz, vertrau mir, chill. Wir haben alles verzockt. Oh mein Gott, das ist so gut. Digga, wie kann ich verlieren, wenn... Die, nein, nein, geh raus aus dem Spiel, geh schnell raus aus dem Spiel. Geh schnell, schließ das Spiel einfach. Wir müssen es retten. Bist du raus? Ah, ich bin rausgegangen. Ich bin auch rausgegangen aus dem Spiel. Ich glaube, wir haben denselben Kopf, oder? Ich lade dich ein. Ich komm rein. Ich weiß schon, wie du das machen willst. Komm rein. Ich weiß, was du vorhast. Mhm. Ready. Die Existenzen zerstört werden können. Wir haben unseren Laden verloren, alles verloren. Leute, spielt nicht in echt. Guck mal, wir haben es jetzt auch in dem Spiel gelernt. Nein, wir haben immer noch nur 8 Dollar. Oh oh. Nein, oder? Aber unser Laden steht noch und Kredit. Das heißt, wir können... Boah, warte mal. Ja, Mann. Man kann auch einen Kredit machen. Ich habe jetzt Kredit gezogen, plus wir verkaufen den Laden jetzt erstmal. Und dann gehen wir spielen. Eine Runde. Oh mein Gott, wir werden so viel Geld plus machen. Okay, wir werden so viel plus machen. Verkauf alles, Berko. Verkauf alles, okay? Kein einziger Tropfen bleibt hier an. Ich mache sogar das Licht an, damit du nichts übersiehst. Und verkauf die Lichter am Ende, damit wir nichts mehr sehen sogar. Ich mache sogar die Teller sauber, damit wir sie verkaufen können. Mach deine Lieblingsmusik an, mit der du am liebsten feiern gehst. Weil jetzt heute wird gefeiert. 8.100, da wette. Oh mein Gott, Berko! Wir haben 20! Wir haben 20, wir stayen! Sie kann nur mit 21 gewinnen! Sie kann nur mit 21 gewinnen, Berko! 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 Yeah! Happy Birthday, Bauhaus! Happy Birthday, Bauhaus! Happy Birthday! Und jetzt nochmal mit 12k. Und jetzt werden wir richtig schön Asche machen. Jetzt werden wir richtig schön Asche machen. Okay. Jetzt! Du hast verloren. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich mach das. Ich hole uns wieder zurück. Jetzt. Ich hole uns. Sehr gut, sehr gut. Er sieht gut aus für uns. Er sieht gut aus für uns, Berko. Er sieht sehr gut aus für uns. Wir haben wieder nur 3000, Digga. Warte mal, hä? Mein Spiel ist gecrashed. Mein Spiel ist gecrashed. Oh, mein Spiel ist auch gecrashed. Alter, nein, ist dein Spiel ehrlich gecrashed? Dann lass nochmal neu rein. Och nein, jetzt müssen wir von neu spielen. Wir müssen von neu spielen. Oh Mann. Ey, mein Spiel, Bruder, das bockt so nicht. Man muss jetzt, ich will nicht so oft Casino spielen. Egal, jetzt gewinnen. Vertrau mir, heute werden wir reich. Komm rein.
Mach ready. Wir haben 8 Dollar. Ey, wer nein, 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 warte mal. Verkauf alles, Berko! Verkauf alles! Verkauf alles, Berko! Verkauf alles, Berko, vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach. Erstmal Kredit. Ich werde alles verkaufen. Feuer sie, feuer sie. Ich werde alles verkaufen. Verkauf alles, Berko, verkauf alles. Ich verkauf alles. Hast du Kredit genommen? Hast du Kredit genommen? Ich will gar nichts übrig bleiben. Nein, nein, ich hab Kredit. Du kannst über Bank. Ich habe. Alles. Ich verkauf alles. Wir werden heute so viel Cash machen. Gut. Das war doch nicht alles, oder? Ne, die Lichter und sowas noch. Ach, die arme Sibylle, Bruder. Die dachte, jetzt hätte sie einen Job. Ah, die Uhr habe ich letztes Mal vergessen zu verkaufen. Sibylle, sick dir geht. Hier gibt's nichts mehr. Ich habe kein Geld für dich. Hast du? Hast du? Hast du alles? Ja, ich habe sie auch gefeuert. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, mein Bruder. Jetzt geht's los, mein Bruder. 17, perfekt. Perfekte Voraussetzung. Schlechte Voraussetzung. Alles gut. Ich hab noch alles in der Hand. Vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach, Berko. Hast du dir ein Bier gekauft? Hast du dir ein Bier gekauft? Mach einfach! Ich muss mich ablenken. Ich kann das nicht realisieren. Oh nein! Oh nein! Reicht, ich hab keinen Bock mehr. Digga. Mein PC! Ich hab keinen Bock mehr. Mein PC! Ist mir egal. Mir ist egal, Digga. Mein PC, du musst nochmal reinkommen. Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr. Du musst nochmal reinkommen. Doch, doch, doch. Wir haben alles verloren. Nein, wir haben nichts verloren. Wir haben alles verloren. Nein, vertrau mir. Vertrau mir. Es hat alles mit dir angefangen. Vertrau mir einfach. Der PC ist ab. Mein PC ist abgestürzt. Es ist vor. Mein PC ist einfach nur abgestürzt. Komm jetzt rein! Es macht doch keinen Sinn, wir gehen rein, wir verzocken unser Geld. Nein, nein, vertrau mir, jetzt werden wir unser Geld reinholen. Vertrau mir, komm! Komm, ein Team! Nein! Ein Team! Nein! Ein Team! Nein! Ein Team! Nein! Ein Team! Ein Team! Hier. Hier. Ich hol den Kredit. Warte mal, ich hab mal eine Idee jetzt. Ich hab eine Idee, warte, schick Kredit zurück. Schick Kredit zurück, ich hab eine Idee. Nein, nein, ich mach es nein, so. Nein, nein, nein! Aber wir haben nur einen teureren Kredit. Ziehen. Meinst du das? Wir holen einen teureren Kredit. Meinst du das? Ja, deswegen. Warte, schick. Ich hab's zurückgeschickt. Ich verkauf jetzt alles. Verkauf alles und wir holen einen teureren Kredit. Berko, verkauf alles. Wir haben die Idee. Wir haben alles durchgedacht. Wir haben die Fragen, die wichtigen Fragen, wir haben sie uns gestellt und wir haben herausgefunden, so läuft das. So läuft das. Man verkauft alles und dann. Und dann. Und dann holt man einen Kredit und einen viel teureren. Und mit dem Kredit geht man ins Casino. Und man verspielt es nicht, man gewinnt. Und mit dem Gewinn holt man eine neue Sachen und verbessert das Restaurant. Wir haben es durchdacht. Wir haben das Spiel verstanden. Wir haben es, Berko. Wir haben die Matrix. Warte. 20.000 Dollar Kredit. Mein Gott. Ja! So 20.000 Dollar Kredit. Und wir stehen wieder jetzt da. Wir stehen wieder da, Berko. Wir stehen wieder da. Du weißt, was das heißt. Du weißt, was das heißt. Ich weiß es. Du weißt, was das heißt, oder? Ich weiß es. Okay, warte kurz. Wir haben 30.000? Es geht los. Ich setze mich, Berko. Ich setze mich. Mach mal meinen Stuhl sauber, der ist dreckig, Bruder. Schnell, mach das mal kurz weg. Danke. Nein, nein, ich hab Musik an, Achso, achso. Wie viel kannst du verzocken? 15.000.
Let's go, let's go, let's go, let's go. Das ist gut. 18. Wir stehen, wir stehen. Komm schon. Berko! Berko! So, guck mal, wir machen das jetzt so, Berko, wie Männer. Ich mach's noch einmal und dann lassen wir es für immer sein, okay? Okay. Einmal und wir lassen es für immer sein. Wir kommen nie wieder hier rein. Wir kommen nie wieder hier rein. Ein letztes Mal. Und wie sieht's aus? Komm schon. Wir haben 17. Wir haben 17. Oh nein. Oh nein, Berko, wir haben 17. Bleib ich oder nehm ich, Berko? Bleib ich oder nehm ich? Bin ich ein Spieler oder bin ich ein Safer? Warte. Der ganze Chat sagt stay. Der ganze Chat sagt stay. Warte. Der ganze Chat sagt stay. Aber ich hitte! Ja! 19, ich hab 19! Ich bin clever! Wir haben trotzdem verloren. Wir haben trotzdem verloren. Ich hol uns wieder da raus. Warte. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, Leute. Wir haben ein Problem, Mayday. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Sehr gut. Warte. Wir bleiben. Wir sind wieder drinnen. Gut. Wir sind doch nicht mehr drinnen. Wir sind gleich wieder drinnen. Genau jetzt ist unser Comeback, mein Bruder. Genau jetzt ist unser Comeback, mein Bruder. Genau jetzt kommt unser Comeback, mein Bruder. Genau jetzt ist unser Comeback, mein Bruder. Oh, oh. Berko. Berko, unser Comeback. Warte mal, hätten wir nicht viel mehr gewinnen müssen? Mein Spiel! Hä, dein Spiel auch? Deins auch? Hey, mein Spiel, Digga. Hey, Bruder, lass uns mal... Digga, wir müssen ehrlich neue PCs kaufen. Ja, wir Digga, müssen wirklich neue PCs kaufen. Das kann... Chat. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Komm noch mal rein, Berko. Ich schwöre, das Spiel ist ehrlich. Man merkt, dass das Spiel in der Beta ist. Man merkt, dass das Spiel in der Beta ist. Ey, weil ich alleine drinne bin, kann ich für 31.000 spielen. Ich seh's. Ich muss gewinnen. Lieber Gott. Jetzt kommt Werbung. Lieber Gott, jetzt. Stay. Er sagt lieber Gott bei Casino. Ja. Berko! Berko! 60.000. Mach 60.000. Mach uns reich. Ich mach uns reich, Berko. Ich mach uns reich. 63.000. Der letzte Spielzug. Der letzte Spielzug. Das alles Entscheidende. Hitte. Wir müssen beten. 16 ist zu schlecht. 16 ist zu schlecht. Echt jetzt? Oh mein Gott, wir können neue Laden kaufen, wir können alles machen, wie wir wollen, neue Laden. Erster Versuch! Erster Versuch! Warte mal, ich bin gar nicht tot, Digga, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Geh speichern, lass schlafen, dann haben wir neue Laden. Erster Versuch. Oh mein Gott.
Ich geh schlafen, ich geh schlafen. Komm, 120 auf 140.000. Nein. End the day. Nein. You have debts to pay. Ah, ich muss kurz meine. Ich muss die Schulden bezahlen. Pay all. Wir haben 100.000, Bro. End the day. New day game is saved mit 100.000. Okay, warte, ich komm. Komm rein. Wir haben 100.000, Becko. Digga, ich hätte niemals gedacht, dass wir das schaffen. Ich glaube, wir sollten das in der nächsten Folge machen. Damit wir ein Special haben. Was sagst du? Lass das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Von Kebab Chefs. 100.000. Mit ersten Versuch auch. Das ist das Krasse.